Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTU mal wieder am Start und heute haben wir wieder zwei neue User, nämlich einmal den Optimus und den anderen habe ich jetzt gerade nicht mehr im Blick. Und Optimus hat uns eingeschickt Mopsys Adventure Story mit Checkpoints. Da bin ich doch mal gespannt und der andere User heißt Lukas. Also ich habe dich nicht vergessen, du kommst aber erst gleich. Und es gibt eine Mopsy-Amiibo, das wusste ich gar nicht, dass man hier auch Mopsy spielen kann. Ja, das ist ja eigentlich interessant. Sonst wusste ich nicht, was mit dem Levelnamen gedacht war. Aber jetzt, wo es eine Mopsy-Amiibo gibt hier, okay, kann man das ja machen, ne? Und ja, ich brauche alle 5 Coins und ich hoffe, ich finde alle. Ich weiß aber nicht, ob ich sie brauche am Ende oder nicht. Das ist immer komisch, wenn man nicht weiß, ob man sie braucht oder nicht. Ja, man sammelt sie dann trotzdem ein, aber wenn man sie dann doch nicht so gezielt einsammelt, dann bleibt immer so ein schlechtes Gefühl. So, am Ende nochmal nach rechts. Jawohl. Das muss man vielleicht... Man kann ja seine eigenen Level kommentieren. Das sollte man vielleicht... am Anfang des Levels einfach in Form eines Kommentars schreiben, dass die Coins benötigt sind oder eben nicht, ne? Dann weiß man als Spieler sofort, okay, ich muss auf die Coins achten. Oder man weiß, okay, die Coins sind zwar ganz nett, aber ich brauche sie nicht unbedingt. Ah, hier sind die Coins relativ leicht zu finden, nehme ich mal an. Ich glaube, hinter dem Stachelkorb, wenn er sich zurückzieht, kann man keine Münze verstecken, oder? Ich weiß es zugegebenermaßen nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier auf die Kanonen springen muss. Und jetzt bin ich nur noch Mario. Und in der Tat ist hier was. Hier ist die letzte Münze. Wo führt mich die Tür hin? Bitte nicht in den Tod. Okay, gut. Kein Tod. Aber hier ist der Tod. Dann sammeln wir doch alles nochmal neu auf. Jawohl. So, wir sind wieder Mario. Aber diesmal gehe ich nicht in die Tür rein, sondern gleich hier runter. Und es kommen Bowser-Flammen. Jawohl, dann sammeln wir doch nochmal alles auf. So, da ich jetzt wieder keinen Bock habe, von den Bowser-Flammen getötet zu werden, gehe ich jetzt doch wieder in die Tür rein. Und hier gab es einen Amiibo-Pilz, ne? Jawohl. Gut, dann rennen wir hier durch. Die Stachelkoks, die aktivieren sich ja nur, wenn man in der Nähe ist. Von daher kann man das einfach machen, einfach durchrennen. Und hier kommen wir jetzt in den neuen Abschnitt. Gibt es jetzt einen Checkpoint? Jawohl, hier ist der Checkpoint, den ich fast verpasst hätte. Nee, hätte ich nicht, aber es wäre möglich gewesen, ne? Oh, ja, da habe ich nicht schön drauf geachtet. Aber egal. So, schmeißt einen Schraubenschlüssel. Gut. Ja, aber es gibt hier noch eine Amiibo, ne? Ja, Amiibo-Level sind in der Regel immer so, dass es sehr viele Power-Ups gibt. Also da braucht man echt sich in den meisten Fällen keine großen Sorgen zu machen. Und ich darf den Bowser schon, oder? Ja, gut. Ich hatte schon Befürchtungen. Was ist hier? Ist hier ein Block, der mich in den richtigen Raum führt? Oder ist das nur eine Reset-Tür? Okay, das sieht wie eine Reset-Tür aus. Jetzt weiß ich nicht, links oder rechts. Ich gehe mal rechts entlang. Und, war das der richtige Weg? Ja, anscheinend war es egal, oder? Auf jeden Fall, hier ist hier noch ein großer Bowser. Den wir jetzt töten mit dem P-Switch. Und hier ist das Ziel. Ah, okay, vielleicht wäre ich mit der linken Tür direkt ins Ziel gekommen? Keine Ahnung. I don't know. Aber für ein Mopsy-Level war es, glaube ich, ganz gut. Genau. Ein Stern kriegst du auf jeden Fall. Und 2 Minuten habe ich gebraucht. Not bad. Und dann spielen wir noch das andere Level von dir, nämlich Bowser's Castle of the Key and Door. Und das war ganz oben, ne? Jawohl, hier war das. Das ist das aktuellste vom 9.4. Okay. Das könntest du sogar für mich gebaut haben, ne? Ja, vielleicht.
Nee, sonst würde es ja dran stehen. Oder sonst hättest du es in den Kommentar geschrieben, ne? Nee, also... Ups, Schraubenschlüssel. Ich habe den Pilz meiner Meinung nach noch gekriegt. Aber dann eben nicht. So, aber wir sind ja gleich wieder da. Okay. Ja, Level, die explizit für mich eingesendet werden. Beziehungsweise mit meinem Namen. Tragen auch meinen Namen im Level, würde ich sagen. Also im Levelnamen muss dann BlueX2 stehen. Dann glaube ich es wirklich, dass das Level extra nur für mich gebaut wurde. Aber ansonsten ist es halt ein Level, ne? Okay, H-E-E-E-E. Heaven und Abiel. Ich gehe mal in H rein. Es gibt... Ach, ja, verstehe schon. Es gibt ja Red Coins. Von daher wird wahrscheinlich, muss ich wahrscheinlich in alle Türen gehen. Autsch. Kommt hier nochmal Power-Up? Nein, oder? Nee. Aber das ist nicht so schlimm. Denn auch als kleiner Mario schaffen wir es und... Nein, ich wollte mich ducken und keine Stampfattacke ausführen. Als geduckter Mario ist man nämlich hier safe. Das wissen viele noch nicht. Und ja, ich habe vorher leider eine Stampfattacke ausgeführt gehabt, aber naja, passiert ja. Gibt's hier vielleicht noch ein Power-Up irgendwo, ein Geheimes? Jetzt steht der Heave. Einfach mal umgeändert. Ich bin hier safe, ne? Ja. Und es scheint auch die einzige Coin zu sein. Dann gehe ich doch gleich mal in die nächste Tür. Ich weiß immer noch nicht, für was dieses Haar stand und so. Hier kommt nichts raus, okay. Dann hüpfen wir nach oben mit den Piranhas und haben sofort die Münze. Ja, der erste Raum war tatsächlich der schwerste bisher. Wo kommen wir jetzt raus eigentlich? Okay. Ich wollte eigentlich noch die anderen beiden Röhren machen. Aber, naja. Okay, hier muss ich rein. Hä? Oder habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ah ne, da gab es nur noch eine. Okay. Dann... Ha, hier ist wieder diese Mechanik. Aus dem Mopsi-Level. Oh, okay. Das war jetzt halt sogar Zufall, dass ich da jetzt noch einen Wandsprung gemacht habe. Und jetzt haben wir den Schlüssel und können hier reingehen. So wollte ich auch vorher durch, aber ich bin dann aus Versehen gesprungen. Aber naja, macht ja nichts, ne? So, und ab in die Schlüsseltür. Und ist hier ein Checkpoint? Jawohl. Oh, wir haben eine Geräuschkulisse. Und wir töten dich mal mit Feuer. Beziehungsweise, weil uns langweilig ist. Ups. Ja gut, kein Feuer mehr. Dann eben nur noch rumhüpfen. Wo sind die Geräusche? Irgendwo da oben. Irgendwo da oben ist die Quelle der Geräusche. Und weiter geht's in den nächsten Raum. Oh, ein weiterer Boss. Und den müssen wir auch besiegen, okay. Dann machen wir das doch mal. Ups, nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, jetzt werde ich aus Langeweile ein bisschen unvorsichtig. Aber egal. So. Oh, jetzt kommen wieder Bowser-Flammen. Die einen stören und nerven könnten. Und warum gehst du jetzt sofort wieder in deinen Panzer, Bowser Junior? Kannst du mir das sagen? Feuer, jawohl. Okay. Passt. Was muss ich jetzt tun? Ich weiß nicht. Ach, ich hätte in die Röhre wahrscheinlich müssen, ja. Aber es gab einen Checkpoint, ne? Gut. Okay, da bin ich wieder. Und diesmal gehe ich in die Röhre. Das habe ich tatsächlich vorher übersehen, dass man da in die Röhre gehen kann. Und ein Boss, ein weiterer, nämlich den großen Bowser. Er hat erstmal seine Kinder und Kamek wieder vorgeschickt. Aber jetzt tritt er selber in den Kampf. Ich weiß nicht, ob ich ihn überspringen werde oder nicht. Aber es sieht aktuell nicht danach aus. Sondern er wird getötet, wie es sein soll. Ja, da hilft es auch nichts, wenn du so rumhüpfst. Jawohl. Ach, wir mussten dich sogar töten.
Okay, aber diesmal haben wir hier erstmal eine Röhre nur. Und hier ist noch ein Boss. Ja, jetzt bin ich nicht sicher. Wahrscheinlich hat der auch einen Schlüssel. Warum ist er jetzt so schnell totgegangen? Das waren noch keine 21 Hitpoints. Keine Ahnung. Vielleicht kann man den im Baumeister-Modus irgendwie schwächen? Weiß das jemand? Oder wurde der gerade von irgendwas anderem auch noch verletzt? Meiner Meinung nach nicht, aber okay. Vielleicht hat ja Mario einen Death Star. Wie Luigi in Mario Kart 8. Und hat ihn somals schon mal sehr viel Schaden verursacht. Man kann ihn wissen. Aber nun gut, das war auf jeden Fall ein schönes Level. Und wir gehen jetzt weiter. Und zwar zum lieben Lukas, der sich Luke Ausrufezeichen auf YouTube nennt. Und ich weiß jetzt nicht, was er mir geschickt hat, was ich spielen soll. Ich habe zwar nachgefragt, aber... Genau, er hat gesagt, collect all coins. Das soll ich auf jeden Fall spielen. Und genau. Ich schaue immer so nebenbei auf meine Liste. Okay. Spielen wir auf jeden Fall mal collect all coins. Und es sind 8 Stück, wenn meine Augen mich nicht trügen. Und ich weiß nicht, ob ich alle brauche. Wenn ja, wird das sicher schwierig werden. Weil ich ja nichts verpassen darf. Ja, und hier ist wieder der Fall eingetreten. Ja, muss ich jetzt alle Münzen einsammeln oder muss ich sie nicht einsammeln? Also, am besten, so würde ich es machen, einfach einen Kommentar setzen am Anfang des Levels und schreiben, ob es optional ist oder nicht. Und dann hat der Spieler schon mal mehrere Sorgen weniger. So. Das Blöde ist auch, dass man die Reihenfolge nicht bestimmen kann. Also, ob das jetzt schon die dritte oder vierte Münze war, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe mal, dass es die vierte war. Die dritte. Genau, hier ist nur ein Pilz. Gut, dann ab in die Röhre. Eine Münze in einem unsichtbaren Coinpack kann man nicht verstecken, oder? Ich glaube nicht, nee. Wobei, eigentlich würde nichts dagegen sprechen, ne? Hier ist auf jeden Fall eine weitere Coin. Schwer bewacht vom Kettenhund. Vielleicht hat auch ein Gegner einen Schlüssel, wer weiß. Aber ich befreie jetzt den Kettenhund mal nicht. Sondern gehe hier einfach weiter. Ne, die kommen nicht runter, die Gegner. Perfekt. Oh, Hammer Bro. Und ich warte, bis du hüpfst. Damit ich dich leicht töten kann. Aber das ist hier ein bisschen schwieriger. Okay. Ah, okay, der Hammer Bro hatte einen Schlüssel. Und ich merke, in letzter Zeit sage ich wieder sehr oft okay. Ich versuche das jetzt ein bisschen seltener zu machen, ne? Alles klar, okay. Ich mach. So, Goombas. Und ein weiterer Hammer Bro. Oh, das war schon knapp. Aber es hat noch gut gepasst. Jetzt haben wir 7 Münzen, 8 Münzen, jawohl. Damit haben wir alle Münzen und können somit... Hä? Nicht ins Ziel? Oder war am Anfang eine Schlüsseltür? Ach, scheiße, ich weiß es nicht. Also ich renne jetzt mal zum Anfang hin. Bis gleich. Shit, am Anfang war keine Tür. Das heißt, die Tür muss irgendwo anders sein, bei einer anderen Weggabelung. Ach, hier ist die Schlüsseltür gewesen. Okay, dokili. Dann habe ich ja den ganzen Umweg umsonst gemacht und hier ist sogar schon das Ziel. Jawohl. War ein schönes Level. Die Pink Coins oder Red Coins, ich nenne sie Red Coins, war nicht schwer versteckt. Von daher konnte man das Level ganz gut abschließen. Und Nintendo könnte es nicht besser machen. Von Microtech. Ja, Nintendo. Ja, wohl, ne. Das war schon so ein Nintendo-Level, ja. War auf jeden Fall nicht schlecht. Und was zocken wir jetzt? Ein Quiz. Das war ganz oben, ne? Quiz Who's in the Wrong Series? Das ist sogar mein erstes Quiz, was ich hier auf meinem Kanal bringe, soweit ich weiß.
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber mal schauen. Okay, wir müssen den rausfinden, der nicht reinpasst. Zelda. Zelda. Und das ist jetzt. Okay, der passt auf jeden Fall nicht rein. Nee, nee. Obwohl, so als Bösewicht? Nee. Gut, dann, wir öffnen schon mal alle Pilze. Haben wir Mr. Saturn. Ein Villager-Charakter und noch ein Villager-Charakter. Und der Mr. Saturn, der passt dann nicht da rein. Denn der ist von einer anderen Serie. Ja, die normalen Quiz-Level haben dann unten, bevor die Tür kommt, nochmal diesen Amiibo-Pilz drin, damit man sich wieder in diese Figur verwandelt. Shy Guy? Okay, hier hört man es ja schon am Sound. Ja, hier hört man es am Sound, dass Daisy nicht reinpasst, ne? Was? Also ich verstehe zwar nicht, warum jetzt Birdo hier nicht reinpassen soll. Also vom Sound her war es ja auch Daisy. Aber nun gut, nun gut. Machen wir weiter. Haben wir nochmal Mr. Saturn? Oh, dieses Slimer-Digimon. Und den. Jetzt weiß ich nicht, wo das Slimer-Digimon dazugehört. Ich hoffe mal, dass Star Fox richtig ist. Jawohl. Okay, okay. Jetzt haben wir schon eine vergrößerte Sache. Amiibo. Birdo? Daisy? Ja. Wieder Birdo? Weil in Mario Land. Genau. In Mario Land muss man ja Daisy rennen. Und hier haben wir einen Checkpoint. Das heißt, das geht noch ziemlich lange. Okay. Dodie. Toadette. Oh, Captain Toad. Ja, dann ist der normale Toad, denke ich mal, falsch. Oder? Jawohl. Weil der normale Toad ist nichts Besonderes. Oh, jetzt kriege ich Hater ab, ne? Statuen Mario? Tanuki Mario? Und ich weiß den Namen nicht mehr. Aber du gehörst da sicher nicht dazu. Yay. Weiter geht's. Okay, den Professor. Katzen-Mario. Ein Katzen-Peach. Okay, das war sehr einfach. Nämlich der Bruff. Jetzt kommen noch ein, zwei Rätsel. Oh, jetzt sogar mal vier. Fragezeichen-Block. Trampolin. Yoshi. Goomba. Ja, alles bis auf den Goomba ist in irgendeiner Form mal ein Power-Up gewesen, ne? Yoshi? Okay. So, Yoshi war aus irgendeinem Grund falsch. Ich weiß es nicht, aber gut. Und jetzt gibt es wieder nur drei. Und das sieht nach Ende aus. Was haben wir hier? Splatoon-Dingens. Dr. Mario. Und noch ein Splatoon-Dingens. Ein Inkling. Und jawohl. Oh. Hier können wir uns noch treffen lassen. 10% sind wahrscheinlich hier noch gestorben. Nee, wahrscheinlich nicht. Und der einzig wahre Amiibo ist dieser hier. Oder ist das immer ein anderer? Gut, das ist immer ein anderer. Und wir sind Captain Toadette. Das passt sehr gut. Jawohl. Und dann würde ich sagen, mache ich noch einen. Ich weiß nicht, ob noch Zeit ist. Ich schau mal, wie lange das Level aussieht, was du mir noch eingeschickt hast, nämlich The Castle. Und dann überlege ich mir, ob ich es spielen soll oder nicht. Wo ist The Castle? Oh, es sieht länger aus. Nee, dann mache ich das andere. A Run Through Fire.
Ne? Jawohl. Und dann gucken wir uns das mal an. Ich denke, das geht schneller als das andere. Und das soll die neuen Updates nochmal zeigen. Beziehungsweise, ja, die aktuellsten Updates, ne? Wow, Telefon. Aber nicht meins. Kommt hier was raus? Eine Bombe. Oh, wir müssen den Bowser Jr. anscheinend so besiegen. Coole Idee. Und das Coole ist auch, dass der anscheinend sofort aus dem Panzer geht, wenn er von dem Panzer getroffen wird. Von den Stachis getroffen wird. Und ich treffe einfach nicht in den Korb rein. What? Achso. So. Schlüssel. Den können wir übrigens auch sofort aktivieren, ohne dass Mario den in den Händen hält. Das wissen auch noch einige nicht. So. Okay. Hier muss ich anscheinend sehr schnell sein. Und werd mit Münzen bespritzt. Ui, ui, ui. Vorsichtig, nicht zu schnell. Obwohl ich natürlich schnell gerne mag. Ach, hier ist schon das Ziel. Okay. Aber ich komme nicht ganz so schnell durch. Und jetzt habe ich vor allem kein Power-Up mehr. Spring hoch, Bowser. Mach's mir nicht schwer. Ja, das brauchst du doch jetzt nicht machen. So, come on. Nee, das reicht noch nicht. Mach einen großen Sprung. Ach, da ist eine Decke da oben. Ist da eine Decke oben? Scheiße. Aber hier ist ja ein Checkpoint. Von daher bin ich gleich wieder da. So, Bowser, da bin ich wieder. Und diesmal... okay. Hüpfe ich nicht einfach so drunter. Aber ich hole mir diesen Pilz noch, den es hier gab. Ne? Jawohl. Oh. So, dann haben wir das gleiche Spielchen wie vorher. Nochmal. Wir warten jetzt, bis du... ja, nicht springst eigentlich. Weil da oben scheint eine Decke zu sein. Das heißt, ich versuche drüber zu hüpfen. Und das hat geklappt. Jawohl, not bad. Und der Bowser ist tot. Und der arme Goomba, der da unten auch noch gefangen war, der ist auch tot. Ja, das war die Todesstrafe für ihn. Tja, Mario. Du tötest eben alle. Ohne Rücksicht auf Verluste oder andere Geschöpfe. Jawohl. Das ging noch recht schnell durch und das war's dann auch wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ciao.